Welche Worte haben Sie jetzt im Herzen? Welche Worte sind am tiefsten in Ihrer Seele verankert? Viele von uns tragen solche Worte mit sich herum und weigern sich, aus welchen Gründen auch immer, sie loszulassen. Manchmal halten wir sie sogar für fromm oder wir wähnen uns in Sicherheit. Aber viele von uns tragen diese Worte mit sich herum. Manche Worte haben wir vergessen, aber wir tragen sie in der Tiefe unserer Seele weiter. Welche Worte tragen Sie mit sich? Vielleicht hässlich oder dumm? Das Wort schuldig, Versager, Sünder, verloren, tollpatschig, unerwünscht, unglücklich, krank, verrückt. Glauben Sie, Sie wären eine Last? Den Satz, mich kann man ignorieren oder ich bin eine Enttäuschung. Lassen Sie diese Worte los. Ziehen Sie sie aus Ihrer Seele heraus. Beachten Sie sie, wenn sie da sind, und lassen Sie sie los. Diese Worte sind nicht für Sie. Sie belasten Sie und lassen Sie verkümmern. Sie sind stärker, als Sie denken. Und Sie werden immer stärker. Geben Sie nicht auf. Du bist brillant. Dir ist vergeben. Du bist siegreich. Du bist heilig. Du bist gerecht. Du bist fokussiert. Du wirst gebraucht. Du hast Gunst. Du bist gesegnet. Du wirst geliebt. Du bist furchtlos. Du bist entspannt. Du bist gesund. Du bist weise. Behalten Sie diese Worte in Ihrem Herzen. Die Worte, die wir tief im Inneren tragen, machen uns zu dem, wer wir sind. Das sind die Worte, die bestimmen, wie wir das Leben gestalten. Nehmen Sie in den Tiefen Ihrer Seele diese Worte auf, dass Sie geliebt sind, dass Sie Gunst haben, gesegnet sind, dass Ihnen gut geht, Sie weise sind und stark. Nehmen Sie sie an und lassen Sie die anderen Worte los. Ein großer Teil unserer geistlichen Formierung besteht in dem Prozess, dass wir diese giftigen alten Worte ausgraben, die wir vergessen haben, und dass wir sie durch gute Worte ersetzen. Wir nehmen gute Worte und senken sie ein. Wir reißen die schlechten Worte heraus und werfen sie weg. Sie werden sehen, wie Sie stärker werden und ein besserer Mensch, wenn Sie das tun. Sie werden freundlicher und geduldiger, wenn Sie die Worte verändern. Also, verändern Sie Ihre Worte und Ihre Realität wird sich verändern. Sie sind nicht mehr Ihr ärgster Feind. Das sind wir viel zu oft. Wir machen uns selbst fertig, verspotten uns selbst und sagen, ich bin schwach, ich bin blöd, das schaffe ich nicht, ich bin süchtig, ich bin ein Sünder. Und Sie machen sich runter, Sie machen sich selbst fertig, aber damit ist heute Schluss. Sie sind nicht mehr Ihr ärgster Feind und Sie hören auch nicht mehr auf die Menschen, die Sie runtermachen. Selbst wenn es Ihr Ehepartner ist oder ein Familienmitglied oder Freund, Sie nehmen diese hinterhältigen Schmeicheleien und Flüche und was die Leute über Sie sagen, nicht mehr an. Alles, was andere sagen, um sich selbst besser zu fühlen. Dagegen verschließen Sie Ihre Ohren.